Hi, Kurzhantel-Supinationscurls mit einem Twist und zwar daumenseitig anliegen. Ganz wichtig ist mir, dass du die Hantel so in deiner Hand nach unten gleiten lässt, dass der Daumen an der Hantelscheibe anliegt, beziehungsweise der kleine Finger von der Hantelscheibe möglichst weit entfernt ist. Warum? Der Bizeps ist der stärkste Supinator im Ellenbogen. Dementsprechend wird aufgrund des Übergewichts auf der einen Seite, also auf der Kleinfingerseite, der Bizeps härter supinieren müssen, was für eine härtere Spannung in der Muskulatur sorgt und das wiederum bevorteilt deinen Wachstumsreiz. Ausgangsposition, Ellenbogen ganz gestreckt, unten zeigen die Handflächen nach innen und in der Aufwärtsbewegung werden die Handflächen nach vorne bzw. nach oben gedreht. Ganz wichtig, Ellenbogen ganz strecken, unten den Trizeps einmal kurz anspannen. Das sorgt für eine maximale Entspannung im Bizeps, in der Aufwärtsbewegung auch ganz nach oben führen, ohne Schwung, wie gesagt, unten ganz strecken und versuchen, dass die Drehung nicht einfach so ausgeführt wird und dann abgelassen wird, na, sondern dementsprechend die Supination über die komplette Bewegung hin ausgeführt wird. Wenn du Fragen haben solltest, freue ich mich von dir zu hören. Schreib mir einfach und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Reinschauen.